Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Minecraft Sky mit Paluten, den ihr gerade gehört habt. Hallo Paluten, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe allerdings ein bisschen Hunger. Was soll ich zum Mittagessen, Maudato? So ein ungetoastetes Toastbrot mit einem Schluck Wasser. Oh, ist eigentlich immer okay. Ganz nett. Okay, wenn ich essen. Ist ja schlimmer als lecker. Ungetoastetes Toastbrot schmeckt überhaupt nicht. Generell bin ich nicht mehr der größte Toastbrot-Fan. Hast du eins im Mund kleben? Oder? Ja, ja, habe ich überall. Hängt dir noch in der Packe? Ja, warte. Ja. So, jetzt ist es raus. Nee, wir haben hier ein Loch, weil wir wurden ein bisschen gecreeft. Bei Paluten sieht man noch, wie es aussah. Ich habe schon halbwegs repariert, also wenn ihr sehen wollt, dann könnt ihr ja bei Paluten vorbeischauen. Da war hier einiges los. Und wenn ihr wisst, wer der Harry war. Ganz ehrlich. Ach, ich habe gerade gedacht, jetzt kommst du mit den Robotern. Und wenn ihr wisst, wer dieser Harry mit den Robotern war, dann schreibt das in die Kommentare. Ja, genau. Also, Wer war? Gestartet. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Wenn wir den finden, Paluten. Der war ein ganz verrückter Typ. Ich habe gehört, der hatte auch einen Bizeps wie eine Maschine. Und Gott. Der war 7 Meter groß. Dann sprengen wir den weg. Lass uns den wegspringen, wir wissen, wer es ist. Paluten wusste nicht, was der Hebel macht, hat ihn umgelegt, dann sind die Roboter losgegangen und irgendwie... Tut mir leid. Ja, ist nicht schlimm, sind 2 nie wieder zurückgekommen. Aber die Dinger sind ja eh komplett nutzlos, weil ich, wie letztes Mal erklärt habe, die springen Creeper zum Explodieren und man kann ihnen keine Tinker's Construction-Waffen geben. Heißt, man kann Creeper nicht one-hitten. Also, naja. Sie dürfen trotzdem weiterleben. Ihr dürft hier in der Dockingstation euren Strom konsumieren. Was machen wir eigentlich, wenn wir den Übeltäter gefunden haben? Denn ich habe gehört, Gerüchte besagen, dass du im Besitz bist von TNT-Drohnen. TNT-Drohnen? TNT-Drohnen? Habe ich das richtig gehört? Ja. Paluten, willst du die mal sehen? Ja, die habe ich noch nie gesehen. Okay, dann brauchen wir... Ich glaube, sie sind noch alle eingestellt. Ich habe sie... Wo ist denn unser TNT? Wir hatten mal mehr. Ach, das habe ich hier drüben. Komm mit, Paluten, komm mit. Okay. Ich bin direkt hinter dir. Wir sprengen. Ich bin wie dein Schatten. Wir sprengen die Testinsel, die schon fast komplett weggesprengt ist, noch mehr weg. Jetzt verstehe ich das. Ich hatte mich schon gewundert, warum da hinten... Du baust ja alles immer so schön und dann ist da hinten so ein hässliches Ding. Ja, Paluten, sie gehen los! Sie holen das TNT! Ja, hier drinne. Sie holen gerade das TNT aus der Kiste. Das machen sie auch immer so. Oh Gott. Ja, da kommen sie an. Oh Gott, ich hoffe, niemand hat die Karte umgestellt. Oh, da fahren sie an. Gehen sie nach hinten? Sie gehen nach hinten. Die machen ihren Job. Töte den Zombie! Töte den! Ich glaube, diesen Zipfel, der ist nicht mit im Gebiet drin. Oh, nicht auf die schießen. Ich glaube, die kriegen sogar Schaden. Echt? Bin mir nicht sicher. Also, die verlieren Energie, glaube ich nur. Und wenn die jetzt in ihrem Gebiet sind, dann... Piu! Piu! Boah! Nein, der Zombie, der... Und den ihr Creeper! Miesen Drohnen. Kommt zurück! Ihr miesen Drohnen! So, aber ich glaube, den schärfe ich dann direkt wieder und nehme das TNT weg, bevor wieder ein Paluten ankommt. Irgendwann. Hey! Oh, da kam was aus dem Himmel. Ja, das habe ich jetzt auch. Die Sterne. Nee, stimmt. Ich weiß jetzt auch, wie der andere funktioniert. Welcher andere? Der Thundercaller. Was kann der? Habe ich ganz vergessen in meiner Folge. Und zwar, der muss nämlich auf Mobs gerichtet werden. Oh, aber nicht auf Edgar, oder? Nein, warte. Hüpfi? Verdammt, Hüpfi funktioniert nicht. Er wollte einfach Hüpfi angreifen. Wir bräuchten noch einen Mob. Er wollte einfach Hüpfi angreifen. Warte, ich nehme mal den Robotern das TNT weg, weil... Oh, das ist ein Enderman. Ich habe ihn angeguckt. Echt, aber er funktioniert nicht. Ja, jetzt töte dich der Enderman. Ja, der guckt mich schon so blöd an. Ja, dann komm doch! Ansonsten an Robotern können wir eigentlich, es gibt noch 2 Roboter, die interessant sind. Einmal den Carrier, der Sachen hin und her tragen kann, weil ich den ganz lustig finde, weil der hin und her fliegt und Sachen hin und her trägt. Und dann gibt es noch den Bilder-Roboter. Im Prinzip, was der kann einfach Sachen nachbauen. Heißt, ich markiere ein Gebiet und das, was da drin ist, baut er irgendwo anders nach. Allerdings braucht er dann alle Sachen im Inventar und der ist irgendwie ultra langsam, also wirklich gut ist er nicht. Heißt, der einzige andere Roboter, den wir noch machen könnten, wäre der Carrier. Und da haben ganz viele in die Kommentare geschrieben, Paluten, dass der richtig cool wäre für Herr Bergmann zum Zeitung austragen. Oh, ja, stimmt. Das Problem ist nur, erstens, ich habe diese Zeitung noch nie gesehen.
und weiß nicht, ob es die überhaupt gibt. Kann man nicht mal ein einziges Mal so eine blöde Ausgabe raus? Dann irgendwie Herr Bergmanns Haus ist seit 2 Tagen verriegelt und diese Roboter. Die Sache ist, ich müsste für jede einzelne Zeitung einen einzelnen Roboter machen, weil ich nicht sagen kann, gibt erst da eine Zeitung ab, dann geht da hin und nimmt da, gibt da auch eine Zeitung ab. Heißt, sie würden einfach die ganzen Zeitungen in einen Briefkasten packen. Und es wird, glaube ich, nicht richtig gehen. Oh, was ist da passiert? Ja, ich bin gerade. Vielleicht bin ich gegen eine leere Wasserflasche gekommen. Natürlich, Wassermutter. Ja. Ich habe gehört, du trinkst nur flüssiges Gold. Ja. Stimmt das? Kann ich mir leisten, Palu. Ja. Wäre wahrscheinlich Astronom teuer flüssig. Obwohl, das kann man ja gar nicht trinken, da stirbt man ja. Es müssten so Goldpartikel drin gelöst sein. Ja, und deswegen hätte ich gesagt, machen wir einfach. Ich meine, dem Einzigen, dem wir immer irgendwie Post bringen, ist Herr Bergmann. Also okay. Wir bringen ja, also Zornwehr hat ihm immer richtig viel gebracht. Ich habe ihm auch irgendwie immer alles geschenkt. Und deswegen machen wir einen Roboter, der von uns Post zu Herr Bergmann bringt. Das klingt sehr gut. Das ist ein Plan. Aber davor, ich habe ja Mr. Botania dabei. Ja. Wollte ich noch mir die ganze Terra-Steel-Rüstung machen. Weil die kann ja unsichtbar sein. Und wenn ich dann noch einen Unsichtbarkeitseffekt habe, bin ich vollkommen unsichtbar mit voller Rüstung. Das ist doch richtig OP, oder? Stimmt, das ist wirklich richtig ziemlich OP. Nice. Man ist unsichtbar und hat Rüstung an gleichzeitig. Und deswegen habe ich mir hier nochmal 15 Terra-Steel-Ingots geholt. Im Prinzip haben wir dafür, glaube ich, auch schon alles. Für die Terra-Steel-Hose brauchen wir natürlich noch die Mana-Steel-Hose. Hallo, genau. Hüpfi. Und für die hier brauchen wir die Boots. Und dann können wir uns, ja, die beiden Teile fehlen mir ja nur, weil ich irgendwann mal runtergefallen ist. Die hatte ich ja auch irgendwann mal. So, dann haben wir eine Terra-Steel-Hose und dann brauchen wir noch Terra-Steel-Boots. Sehr gut. Voll nix in seinem Gehirn drin. Was? Was? Hast du gerade gesagt, mein Gehirn ist leer? Nein. Ich habe gesagt, da ist nichts drin. Heißt ja nicht, dass ich leer ist. Ach so. Du hast mich falsch verstanden. Da habe ich dich echt falsch verstanden. Ja. Und dann machen wir einfach Phantom Ink da drauf. Auf unsere Rüstung. Und dann haben wir eine unsichtbare, ja, Terra-Steel-Rüstung. Das ist eigentlich richtig krass. Vor allem, wir können ja später noch, das mache ich dann zwischen Folgen, Protection 5 wieder drauf verzaubern. Und wir bekommen vor allem den ganzen Set-Bonus, wenn wir alle Rüstungsteile anhaben. Diese ganzen Critical Hits, dass ich mich damit heile, irgendwie den Wither-Effekt auf Gegner mache. Der auch, was alles auch richtig OP ist, das habe ich ja dann nur. Das einzige Problem ist natürlich, irgendwie fehlen mir dann das Hochspringen und die Flügel. Ja, das brauchst du ja gar nicht. Ich fühle mich gar nicht mehr. Hui! Guck mal, wie komisch das ist. Bin ich noch derselbe Charakter? Hilfe. Bist du immer unsichtbar? Oh Gott. Nein, unsichtbar bin ich noch nicht. Ach so. Denn dafür brauchen wir noch so ein Unsichtbarkeitsamulett, Paluden. Das hat sich Zombie, glaube ich, schon gemacht. Das ist einfach hier dieses Amulett, auf das wir dann den Unsichtbarkeitseffekt verzaubern. Okay. Was braucht man dafür alles? Soll ich mal nachgucken? Grad. Was? Und dafür brauchen wir eine Netherwarz, einen Schneeball und einen Glowstone Dust. Oh, haben wir Schneeball. Noch Schneebälle? Snow. Stimmt. Ja, haben wir. Dann brauchen wir noch ein Amulett und dann müssen wir das verzaubern gehen bei Paludens Verzauberungstisch. Ich muss sagen, das ist ziemlich cool. Den gab es, glaube ich, in der alten Version von Botania nicht. Ah, oh, ich wurde gekickt! Flying is not enabled on the server. Hast du wieder gehackt. Ach, scheiße. Ja, ich habe den Rod of the Flying benutzt. Ach, das hast du ja gemeint, den kann man irgendwie wieder craften, oder? Ja, genau. Das Rezept ist wieder verfügbar. Zack, der Schneeball dazu. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis es fertig verzaubert ist. Oder fehlt er? Ich habe den Schneeball auf den Boden geworfen. Nein! Ah! Paluten! Zauber. Nein, hä, wie mache ich die da drauf, Paluten? Die Schneebälle? Ja. Hier wahrscheinlich Shift-Rechtsklick oder so? Nee, Shift-Rechtsklick mache ich gerade, das funktioniert. Ach, nicht Shift-Rechtsklick, okay. Oh Gott. Direkt 16 Bälle wieder verballert. Ja, richtig. Und das braucht natürlich ein bisschen. Und in der Zwischenzeit können wir uns, es gibt ja noch mehr Terra-Steel-Zeug, deswegen habe ich auch noch 9 über. Oho, Paluten, was kann man mit Terra-Steel noch alles machen? Ich weiß. Oh Gott, hier ist ein Loch! Oh Mann, dieses blöde Loch! Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, hier, genau, diese Spitzhacke konnte man noch machen. Oh. Die wollte ich irgendwann mal machen, deswegen machen wir die jetzt, weil irgendwann ist jetzt. Terra Shatter und dann können wir uns noch hier die Axt machen. Ich weiß gar nicht, was sie kann. Weißt du, was sie kann? Ich glaube, die konnte Bäume komplett fällen. Oh, oh. Ich habe Angst, Baum. Warte, ich muss warten, bis der Baum gewachsen ist. Los, Baum. Ah ja, tanzen! Gleiches. Humba, 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 humba
Ach, ich habe gar keine Animation, ich sehe das gar nicht. Ah! Oh Gott! Hä? Hilfe, ich bin im Baum! Ah! War ich das? Weiß ich nicht. Ich habe nur ein Blatt abgebaut und der ganze Baum war weg. Mach nochmal. Zauberer. Wachsbaum. Wachs. Humbe, 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 humbe. Da ist er. Ja. Ja. Ohohoho. Das ist nice. Na gut, dann haben wir jetzt eine gute Spitzhacke und einen guten, ja, eine gute Axt. Und die Spitzhacke kann, glaube ich, noch was verloren. Die kann, glaube ich, geupgradet werden. Die hat nämlich gerade einen D-Rang. D-Rang. Und wenn ich die hier in Mana reinwerfe, dann wird die, glaube ich, angeblich verbessert. Vielleicht wurde ich belogen. Also ich muss wahrscheinlich Mana da reinpumpen. Ja, wird jetzt Mana da reingepumpt. Und dann hat die irgendwann einfach einen besseren Rang. Okay. Ja, da bin ich jetzt mal auch gespannt. Müssen wir nur warten. Die slurpt aber richtig viel. Diesen Aldagierschlund. Der trinkt ja da ja, ja, die, alles die, leer. Die war gerade eben D-Rang. Ich bin jetzt mal gespannt. Weißt du, wie viel Mana in so ein Ding reinpasst? Ich glaube 1 Million. 1 Million? Die hat nämlich jetzt einen B-Rang. Okay. Und die trinkt. Und die trinkt immer noch. Ja, die kann immer noch. Alter. Okay. Die ist unersättlich, Balloon. Die ist wirklich ein alter Gierschlund. Nickel nimmer satt. Go, go. Oh. Los, trink auch was. Trink auch. Oh nein, sie fällt immer noch. Oh Gott, ja. Welchen Rang hat sie gerade? Hast du schon? Oh, B-Rang. Okay. Der ist gleich. Ja, und? Immer noch B, hä? Ja, weil es wahrscheinlich irgendwann absurd viel Mana kostet, oder? Ja, aber doch nicht so viel, Paluden. Doch. Okay, wir geben ihm noch das andere und dann muss es A sein. Ja, bei mir ein Steve-Skin. Ja, bist du ein schöner Kürbis. Du ja, bist ein schöner Kürbis. Okay, ja. Paluden, gleich hat es. Gleich hat es. Gleich hat es. Echt? Also, ich weiß nicht. B! Das kann doch nicht sein. Was ist denn falsch mit dieser Spitzhacke? Guckst du gerade nach, wie viel das verbraucht? Oh, okay, ich lass es mal voll saugen und fang schon mal mit dem Roboter an. Wir müssen nämlich die erstmal craften, beziehungsweise wir brauchen ja sogar nur einen Roboter. Und zwar brauchen wir den Carrier-Roboter da. Dafür müssen wir natürlich einen normalen craften, dafür dürfte ich ja noch alles Zeug haben. Zack, craften wir uns einen normalen, legen den schon mal in den Integration Table und dann müssen wir uns noch... Also hier ist, to advance from rank C to B, a full mana pool is required and the cost increased by a tenfold per rank. Was? Verzehnfacht? Ja, hier steht by a tenfold. Heißt das verzehnfacht? Schätzungsweise. Wir sind Englisch-Pros. Ja, aber tenfold habe ich auch noch nie gehört. Und wir brauchen die Carrier-Programmierung. Zack. Und dann hier drauf programmiert. Das bedeutet, Maudade, du brauchst alleine 10 Becken voll, um auf Rang A zu kommen. Ach, ich hätte gerne A-Spitzhacke. Ich hätte gerne 1A-Spitzhacke. Ach, guck mal, das wird sogar angezeigt. Das ist ja richtig cool. Warte, Paluten, ich gebe die mal kurz. Hier, wenn man da drüber fährt, hat so ein Regenbogending. Hier. Wenn man da drüber mit der Maus drüber und dann oben drüber. Über der Beschreibung. Ach, da, stimmt. Oh ja, die muss noch ein bisschen slurpen. Die muss gefüttert werden, aber man dürfte es eigentlich jetzt schon sehen. Gib sie mir mal. Oh, bau damit wo, nichts ab, wo gell? Wo bist du denn? Hier, hallo, vor dir? Hallo? Palun? Ich sehe dich nicht. Bist du oben? Wo geht's denn hier nach oben? Trollst du mich, Palun? Mann, ich wollte sie entführen. War vom Testgelände noch ein bisschen was übrig, dass ich da das jetzt demonstrieren kann, wie die abbaut? Stimmt. Mann, ich komme hier nicht raus. Ja, tatsächlich, da ist noch ein bisschen was. Okay, vielleicht falle ich gleich ins Nichts, aber ich habe ja, obwohl warte, ich setze die Ei auf die Flügel nochmal neu. Zack, man weiß ja nie. Oh, und wenn ich das jetzt hier abbaue, dann dürfte das wahrscheinlich schon das ganze... Hä? Wow! Hä? Oh, und nein! Das hat gesagt, das baut ein größeres Feld ab. Wow. Hey, vor allem, ich habe doch auch diesen einen Ring. Der Ring of Loki hat das doch, glaube ich, auch gemacht. Oder irgendeiner davon, dass man einen größeren Area-Effekt hat. Oder ist B noch zu schlecht? Hä? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann den Modus wechseln. Oh! Ei auf die Flügel! Montano, ich habe keine Items! Montano! Du hast es doch in der Hand! Alter, ich bin so ein Prankster. Ach, man kann den Modus wechseln. Ah, okay. Ich war gerade schon enttäuscht, muss ich sagen. So eine schlechte Spitzhacke. So eine gute Spitzhacke und gute Axt ist eigentlich gar nicht schlecht. Denn
eventuell kommt so nach dem Wochenende wahrscheinlich, sobald alles fertig geprockt wurde, also ein bisschen angepasst, neue Mods dazu. Und vielleicht kommt da auch eine Dimension, wo so eine Spitzhacke ganz praktisch ist. Wer weiß. Will ich jetzt noch nicht mehr dazu sagen, aber vielleicht kommt in Zukunft wieder ein Update mit neuen Mods. Ja, es wird auf jeden Fall eins kommen. Ja, hoffe ich doch. Ja, das steht fest. Falls nicht, töten wir Leute. Okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt eigentlich... Warte. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich habe meinen Roboter falsch programmiert. Dann müssen wir jetzt unseren Roboter, der ja die eine Postroute hat, nämlich von uns zu Herr Bergmann programmieren. Dafür brauchen wir wieder verschiedene Pipes. Wir brauchen ein Emerald Pipe, ein Gold Pipe, 3 Docking Stations. Wir brauchen 3 Emerald Gates. Wir haben hier nur noch 2, aber Gott sei Dank hat Paluten ja einen Roboter umgebracht. Beziehungsweise 2 heißt, wir haben 2 Emerald Gates da drüben über. Ja. Wusste ich. Nützlich. Danke, Paluten. Durch ja, dich habe ich genügend Emerald Gates dabei. Ja, sehr gerne, Mutter. Und das war's, glaube ich, schon an allem, was wir brauchen. Ich werde den Carrier auch erstmal vorübergehend hier oben installieren, bis wir einen besseren Slot haben, werden wir eh nie haben. Hier ist einfach das Zuhause von den Robotern. Und dann können wir hier schon mal das Ganze einstellen. Dieser Roboter, der Carrier, funktioniert so, der kann von einer Kiste, also beziehungsweise er kann von Kisten zu anderen Kisten Sachen transportieren. Das Ganze, der ist ein bisschen buggy, deswegen muss man es speziell einstellen. Wir machen hier erstmal wieder das mit unserem Plus und Minus, so wie es wir gewohnt sind. Und zwar, wenn das Plus aktiv ist, dann gehen wir natürlich wieder zurück zur Station. Also wir machen den Notaus an und bei Minus, wo wir ja gerade sind, warum auch immer, warte, wie habe ich das rein? Ach, der ist gerade aktiv, warte, stellen die mir die mal vorübergehend aus. Genau, und wir müssen ihm sagen, er muss in einer bestimmten Area arbeiten und dieses hier Laden und Entladen Tool, was man hier auch einstellen kann, das funktioniert leider nicht richtig. Wie gesagt, die sind anscheinend ein bisschen buggy, generell manche Versionen von Buildcraft mit den Robotern sind ein bisschen merkwürdig. Deswegen müssen wir das Ganze über eine Area lösen und dafür brauchen wir ja eigentlich hier am Map-Ersteller, bei dem Zonenplaner, müssen wir, warte, wir nehmen mal eine andere Farbe, um das zu demonstrieren, quasi die Gebiete, in die die Roboter laden und entladen sollen, nur einen Block markieren. Und das ist ziemlich ätzend, muss man sagen, weil erstens, wir sehen nicht richtig, hey, wo ist Herr Bergmanns Gebiet? Fällt mir gerade auf, das ist ein bisschen doof, dass es nicht gerendert wird. Ich glaube, wir nehmen einfach mal den Zonenplaner mit. Zack, bauen wir den einfach mal auf und stellen ein bisschen bei Herr Bergmann hin, weil... Fällt er jedes Mal durch. Wo? Ja, geht's hier unten. Wo fällst du durch? Ach so, bei dem gekrieften Loch. Ja. Und stellen den einfach hier oben drauf. Hier ist der Bergmanns Briefkasten, in den werden wir auch liefern. Und werden jetzt hier einfach ganz nah... Ah doch, jetzt sehen wir ihn plötzlich. Krass. Okay. Interessant. Ja gut, dann... Hä? Oder habe ich Herr Bergmanns Gebiet davor einfach nie erkannt? Ich glaube, der war die ganze Zeit hier drauf und ich wusste einfach nicht, dass es Herr Bergmann ist. Nee, aber rechts von hier wird nicht gerendert. Also auf jeden Fall... müssen wir auch noch zurück zu unserem anderen Ding. Denn wir müssen uns hier erstmal eine Kiste platzieren, in die wir die Sachen reinlegen, die an Herr Bergmann sollen. Wo sollen unsere Herr Bergmann-Briefkasten sein? Unser ganz, ganz eigener Paluden. Wo kommt der hin? Aufs Dach. Das ist unser Herr Bergmann-Briefkasten. Wenn wir irgendwas Herr Bergmann schicken wollen, müssen wir nur aufs Dach klettern. Perfekt. Und hier müssen wir dann natürlich Sachen rausnehmen. Damit wir diesen Block allerdings finden auf unserem Kartencreator, weil wie gesagt, wir müssen nur die 2 Pixel markieren, machen wir hier erstmal einen Redstone-Block oben drüber. Und dadurch sehen wir den jetzt viel besser auf dem Zonenblader, weil Rot ist eine Farbe, die sieht man ganz gut. Und wenn wir jetzt hier hingucken, oh, hoffentlich hat es funktioniert, warte, wo ist das Rot? Ah, ich sehe kein Rot, anscheinend hat die Map nicht geupdatet. Okay, irgendwie wird es auf der Karte nicht markiert, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Komm schon, bitte. Also den Briefkasten, das war dieser Block da unten. Den markieren wir einfach in Orange. Den einen haben wir schon mal markiert. Jetzt müssen wir nur irgendwie den Block da oben updaten. Hier ist eine Kiste. Bitte, ich baue hier einen neuen Block hin. Zonenplaner, bitte erkenn das. Warum bist du so verpackt? Ah, es hat's erkannt. Okay, ich hab's gesagt, ich liebe dich, Zonenplaner. Ich möchte ein Kind mit dir, Zonenplaner. Okay, und dann markieren wir den ein. Okay, und dann haben wir das hier markiert, dann brauchen wir nur noch die Map, müssen das da eintragen und dann müssen wir auf der anderen Seite natürlich noch unsere andere Pipe ranmachen. Okay, Zonenplaner, zack, dahin. Der ist gebruckt und dann machen wir das hier rein.
Gott, das ist gerade alles complicated, Leute. Das wird mir hier alles zu viel. Dann müssen wir hier die Pipe oben drauf machen, damit es am selben Block ist, weil sonst muss ich alles hier nochmal umlegen. Ein Emerald Gate machen. Oben drauf machen wir einfach die Dockingstation, das oben drauf sitzt. Ich meine, warum nicht? Und der sagen wir jetzt, dass solange Items im Inventar sind von dieser Kiste, die Items an die Roboter weitergegeben werden. Also egal, was da drin ist, wird in den Roboter geladen. Und bei Herr Bergmann müssen wir jetzt unten drunter, das verstecken wir einfach ein bisschen, das sieht er gar nicht, Leute. Das wird er nicht mitbekommen. Und hier machen wir dann einfach hier unten die Dockingstation ran, an die Seite, das Emerald Gate. Und hier sagen wir auch, solange Platz im Inventar ist diesmal, nehmen wir hier Items an. Wo geht das? Accept Items. Perfekt, okay. Gut, dann aufpassen, dass meine Spitzhacke nicht alles kaputt macht. Die ist ja jetzt gefährlich, offiziell. Spitzhacke? Ja, meine neue Level B Spitzhacke. Welches Level hat deine Spitzhacke? Ja, A? Nein, Paluten. Ja, du hast keine Beweise, dass sie das nicht ist. Stimmt. Aber ich glaube, deine Spitzhacke hat sogar kein Level. Die steht über dem Level. Genau. Die ist zu sehr Boss, um Level zu haben. Hier, richtig. Okay, und jetzt bin ich echt gespannt, muss ich sagen. Weil wenn ich die Zone falsch gesetzt habe, dann funktioniert es ja schon mal nicht. Aber vielleicht... Ah, ich glaube, ich weiß, woran das liegt, dass der Zonenplaner so arg rumglitscht. Es könnte daran liegen, dass meine Rennresistanz so gering ist. Okay, wir probieren es einfach, ob es klappt. So, Carrier, bitte. Bitte funktioniert. Zack. Er macht nichts. Bitte, habe ich gesagt. Ach, Mann. Paluten. Was ist los? Er will nicht arbeiten. Ich würde dir sehr gerne helfen, aber ich Er will mehr. Einfach nicht arbeiten. Warum? Warum hasst ja, er mich? Er ist eine Misit. Er ist eine richtige Misit. Ich habe das getestet. Mm. Und der andere Carrier, der nicht der hier war, der war viel netter. Der hat einfach, zack, der hat Oh, er arbeitet! Ah! Das hat er gehört. Der hat die Konkurrenz gerochen. Oh, er fliegt rüber! Oh Gott, warte, ich bin glücklich. Er bringt ja Bergmann Cobblestone. Das ist einfach die Zukunft, Leute. Wo ist er, Motorrad? Wo ist er? Er fliegt gerade rüber. Zu Herr Bergmann. Warte, ich baue noch den Cobblestone. Hier. Ab. So. Komm schon. Roboter? Ist er schon wieder... Wo, oh, siehst du ihn? Ach nee, da unten kommt er. Da unten ist er. Ganz unauffällig. Oh. Er dockt an. Oh Gott, ich bin daneben gefallen. Nein. Oh. Und? Ich war zu aufgeregt. 3 Cobblestone. Ja. Ja. Vor allem, Herr Bergmann wird einfach denken, da unten ist eine Pipe, dass wir seine Items stehlen. Er greift Paldato bei an. Ich mach ihn platt. Vorsicht, Paldato. Okay. Oh Gott, da machen wir noch ganz schnell Fassaden, damit man das da unten nicht sieht. Herr Bergmann wird das einfach nie sehen, Leute. Der wird das nie mitbekommen. Das ist gut. Ja. Ihr dürft ihm das auch nicht sagen. Ja komm, das funktioniert 100%, die werden das nie erzählen. So, dann machen wir uns hier die Fassaden aus Holz. Dann bringen wir die gleich an. Der hat ja, glaube ich, oh Gott, wir machen viel zu viele Fassaden. Stopp! Abbruch! 18 Fassaden, die brauche ich alle. Früher oder später. Irgendwann brauchen wir Holzfasaden und dann haben wir so. Ach, und ich kann meine Rennresistanz wieder runterstellen. Ich glaube, irgendwann muss ich auch nochmal die restliche Insel angucken. Irgendwie komme ich von Paldado Bay gar nicht runter. Habe ich das Gefühl. Ja, stimmt. Du hast wirklich Paldado Bay. Ich hatte ja immer ein paar Konfrontationen. Ja, du hattest auch irgendwie einen Prozess, habe ich gehört. Oder? Ja, das war eine ganz schwierige Zeit für mich. Aber ich bin gut aus der Sache rausgekommen, Maudado. Das Problem ist, als Strafe müssen wir Zombie köpfen und zu den Leuten bringen. Ja, das ist ja kein Problem. Sie wollen seinen Kopf. Ich weiß nicht warum. Ganz normale Oakwood, also Planks bringen, also. Ja. Du, wo bist du? Bei Herr Bergmann. Okay. Hier brauche ich 3 Stück. Oder 4? Also. Da, bitte sehr. Hallo. Bitte. Wir machen hier nichts. An Herrn Bergmanns Briefkasten. Hallo. Hallo. Ui. Guck mal. Mal, dass du wegkommst. Geh da einfach, hier ist ein Tor, Alter. Das ist doch nicht nur so aufgestellt. Das Tor funktioniert nicht. Da hat jemand den Gravel rausgenommen. Hallo.
Nee, da hat jemand den Gravel geklaut. Kannst du springen? Also drüber, nicht runter. Okay, perfekt. Nee, guck. Tschüss! Ja gut, vielen Dank fürs Sehen, Leute. Wir haben... Warte, wir können Herr Bergmann ja noch irgendwas liefern. Über was wird sich Herr Bergmann freuen, Paluden? Dirtblöcke. Ich weiß ja nicht, Paluden. Ich weiß ja nicht. Passiert. Ich glaube, mit dem ganzen Weizen, was wir bekommen haben, machen wir einfach ein paar Brote und schicken die rüber. Hast du gerade Dirt rüber geschickt? Nein, ich hab Buddies. Machen das einfach hier rein. Und sobald der Roboter Bock hat, dann arbeitet er auch wieder. Dann legt er wieder los. Ja gut, vielen Dank fürs Sehen. Und bis zum nächsten Mal. Schaut bei Paluten vorbei. Wie gesagt, da passieren ganz viele verrückte Sachen. Ich packe hier ein bisschen Müll noch rein. So hier. Da kommt rein. Da, ich kann auch ein paar Fackeln haben. Und Bruchstein, zwei Pfeile. Okay, er holt sie schon ab, Palu. Ja, sehr gut. Aber ich glaube, er kann immer nur ein Stack gleichzeitig tragen, ja. Ja, er hat ja, gut. Zeit. Ja, eben. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Paluten vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.